damit. Halli, Hallöchen. Ich denke mal, dass die Kamera mal wieder da ist und dass ich sie sehen kann. Aber willkommen zu einer Runde Paladins. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir verlosen immer noch ein Key für das Spiel. Also unbedingt mal drauf schauen. Swap, use the deck. Damit habe ich auch das letzte Mal gespielt. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen in das Spiel reingeschaut und ich muss sagen, es ist gar nicht so übel. Es ist eigentlich recht gut. Aber auch bei diesem Spiel wieder braucht man erstmal überhaupt Leute, die da mitspielen. Ne? Ansonsten macht das nämlich wieder mal eigentlich gar keinen Sinn, überhaupt in den Player versus Player Modus reinzugehen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier, das ist 10. Okay, was ist ein F jetzt hier? So, das ist so eine Rolle. Okay. Bleibt noch. Point spawning in 10 seconds. Also. Point spawning in 5 seconds. Capture point has spawned. Das ganze Game findet auf der Unreal Engine statt. Wie hätte es auch anders sein können? Ja. Ja. Und dann nehmen wir jetzt mal den ersten Capture Point hier ein. Komischerweise habe ich bisher nur diese eine Map gespielt. Ich glaube, gegen die KI spielt man auch nur eine Map. Wow! Das war jetzt flott. Wow. Schneller Death. So schnell. Also ist bisher mein dritter Death in diesem in einer Runde. Also jetzt nicht in dieser, aber insgesamt gesehen. Und dazu ist das hier der schnellste, den ich bisher hatte. Den habe ich erwischt. So, jetzt laden wir mal einen noch. Schon wieder. Ulti! Ulti! Da ist die Ulti, so. Chicken-Attacke! Point spawning in 20 seconds. Your siege engine has been destroyed. Erstmal Rückzug, erstmal Rückzug, Rückzug. Ah, den habe ich nicht. So, dann war ich jetzt mal hoffentlich eine gute Ablenkung. Kommst du denn her? Brauch Energie. Okay, ich bin noch nicht der Beste in dem Game. Das gebe ich offen gestanden zu. Hier oben könnte gleich noch einer herkommen. Nicht sehr gut gemacht hier mit der Ecke. Dann sieht man ihn jedenfalls nicht eher, bis er angegriffen hat. So. Control Points. Da sind sie wieder. Haha, Licht. Ich halte mich hier gerne mit der Dame ein bisschen immer im Hintergrund. Aber hintergrundmäßig, so dass ich nicht direkt bei denen stehe, aber trotzdem die eine gute Schussbahn abgeben. Haha. Nummer 1.
ziehe mich mal eben zurück, bevor das hier das Nummer 2 wird. Ich meine, die anderen werden das schon immer irgendwie hinkriegen, das wieder hier, ich sag jetzt mal, das ist gar nicht gut. Ziel. Point spawning in 10 seconds. Rückzug. Point spawning in 5 seconds. Capture point has spawned. Jo, komm hoch. 3 erwischt, ist doch gut. Hab zwar keinen Kill gemacht, aber ich habe mir geholfen, dass sie gestorben sind. Ist doch auch was. Hier sollte man definitiv, weil die Arena nicht gerade die größte ist und alles sich sehr schnell wandeln kann. Ich hatte nämlich schon mein erstes Player versus Player Match. Ja, da sind sie schon. Bam, ging ja down. So. Das ist nämlich das Dämliche von der KI, die geht nämlich immer schön hin und setzt darauf, oder die, ja, Intelligenzstufe ist nicht gerade hoch von der KI. Und ich würde mal sagen, das ist dann hiermit der offizielle Sieg. Wenn ihr das Spiel auch habt oder Lust habt, es zu spielen, in der Videobeschreibung hau ich nochmal dann jetzt den Link zum Gewinnspiel. Wenn sich bis jetzt keiner meldet, dann verlängern wir das halt ein bisschen oder sind meine Chips runtergefallen. So, wir spielen natürlich noch eine Runde. Eine Runde wäre ja viel zu lame. So. Und, boah, ich bin Level 5 geworden. Und ja, ich würde dann auch sagen, könnt ihr alle auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht Lust hättet mitzuspielen. Ich denke mal, der Deathbin holt sich das Spiel bald auch. Soweit ich weiß, wird es, sobald es aus der jetzt Early Access Beta Phase rauskommt, auch free to play. Dann nehmen wir mal hier den Tank. Natürlich das hauptsächliche Damage Pack. Okay, ich habe mir die Decks noch nicht wirklich alle durchgelesen, was die haben, aber gut. Wir werden schon noch gewinnen. Wenn, ja. Es sind eigentlich genau dieselben Gegner letztes Mal auch. Kommt, die machen wir platt. Wir springen im Kreis. Wir springen im Kreis. Match start. Spawning in 20 seconds. Point spawning in 10 seconds. Point spawning in 5 seconds. Capture point has spawned. Jo, mein Pony. Auf unsere Kameraden. Wir halten schon mal den Capture-Punkt im Auge. Ah, da sind sie schon. Habe ich jetzt gerade das First Blood gemacht? Das wäre ja krass.
Ja, man hat hier drei Seiten, sagen wir mal vier, wodurch man angreifen kann. Haben wir uns Grog. Könnte eine Anspielung auf Gronk sein. Okay, dann ist der natürlich mit seiner dicken Waffe gerade voll im Vorteil. Aber so, auf zum neuen Capture Point. Ich glaube in Player vs. Player Match spawnen die zufällig, jedenfalls sollte das mal so sein. Das ging jetzt flott. Das ist jetzt mies. Da haben wir zu wenig gedrückt. Jetzt von der Seite. Keiner mehr da. Oh, die waren aber jetzt flott. Too easy. Point spawning in 10 seconds. Point spawning in 5 seconds. Kein Mann wird zurückgelassen.
Hab den. Oh, 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 oh. Und trotzdem kontrollieren wir wieder einen Punkt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Aber die werden jetzt gleich wiederkommen. Meine Mates. Oh. Ich habe die Attacke wohl noch nicht ganz verstanden. Das war Runde Nummer 2. Wie gesagt, denkt an unser Gewinnspiel. Ihr könnt ein Beta-Key für das Spiel gewinnen. Ansonsten kann ich nur sagen, testet's, wenn ihr es schon habt, unbedingt mal mit Freunden aus. Wenn ich jetzt meine Leute auch mal dazu bewegt habe, oder vielmehr unsere Gruppenmitglieder von Base Life Gaming, den Jan und so. Und mal sehen, wer noch Lust hätte. Vielleicht der Nano, ja. Ich bin mal gespannt, weil die Ressourcen hierfür sind nicht gerade hoch. Dann gibt es eine Community-Aktion und ihr könnt natürlich teilnehmen, wenn ihr schon Key habt oder eben halt, wenn ihr den Key gewinnt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal mit uns eine Runde gemeinsam spielen, wenn ihr drauf Lust habt. Ich bin euer Anubis und ich bin jetzt raus.